Grappling Hook? Yep. Hier geht's, glaube ich, ein bisschen zu tief. Ne, hier oben lang. Yep. Oh, hier sind aber zwei Truhen. Was? Bewacht von drei Monster-Schleims. Deine Truhe ist nur scheiße. Hier ist ein Boomerang. Ja, ist nur scheiße. Das ist scheiße. Truhe. Okay. Das war's definitiv wert. Ja. Sollen wir uns mal die andere Richtung buddeln? Ja, was soll es bringen? Keine Ahnung, die Richtung war irgendwie unnötig. Oh, Diamant! Kann man schön verkaufen. Die Richtung hat's nicht gebracht, lass uns in die andere buddeln. Ja, komm, hier ist schon so ein Gang. So, ich hab mich wieder zum Haus geportet. Guck mal hier ein bisschen weiter. Bisher sehe ich aber weder Gras noch Jungle. Hier kommt auch schon Lava. Das ist immer so viel zu tief. So, hier. Gut, ich porte mich auch mal wieder zurück. Spiegel! Der Spiegel! Ich will den Dschungel, 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 aber ich denke, wir machen einen kurzen Stopp mit der Aufnahme, bis wir den Dschungel gefunden haben, weil es wird recht langweilig für euch Zuschauer. Also, man hört sich bald. Bis dahin. Tschö, tschö. Bis dann. So, willkommen zurück zu Let's Play Together Terraria und wir haben hier, glauben wir zumindest, gerade den Dschungel gefunden, nachdem wir uns eine Ewigkeit durch den Boden gegraben haben. Aber anscheinend ist er doch so ungefähr unter der Corruption. Wir haben uns in die Richtung der Corruption gegraben. Wir sind hier auf Pflanzen gestoßen und was ist das da vorne für ein Insekt, was da rumfliegt? Insekt? Oh mein Gott. What the fuck? Okay. Und da liegt irgendwie was Grünes, ein Ball oder so rum. Ein Ball? Hier können wir Ball spielen. Yeah. Hey. Vielleicht macht ja diese Biene oder so mit. Yay, Ball spielen mit der Biene. Hier ist ziemlich viel Dreck, das erleichtert einem so das Buddeln. Oha, die machen nicht schlecht damit. Oh mein Gott, was ist das denn da unten? Das ist eine Liane, die fressen will. Was machen wir damit? Und es heißt Man-Eater. Und es wird immer länger. Und geboot. Geboot. Wah. 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 Was ist das für ein Oh mein Gott. Ey, meine Goldkorn liegt unten auf so einer kleinen Mini-Insel. Toll. Die direkt über der Lava ist. Hol mal dieses Gold. Verdammt. Okay, das war peinlich. Heilen. Ich hab Angst, ich will hier nicht weg. Du wolltest doch deine Imba-Waffe. Du wolltest die Imba-Waffe, oder? Ich bin geboten. Ich will sie auch. Toll, ich bin jetzt hier alleine, oder was? Ja, überleg mal bitte. Ja, ihr könnt mich doch hier nicht alleine lassen. Doch. Ja, Mann. Ich hab das Herz gekriegt. Oh, ich hab eine Liane. Nice. Findet man die einfach irgendwie? Nee, ich glaube, das sind diese langen Viecher. Ich hab eine Dschungelrose und einen Stinger. Ja, von den Rosen brauchen wir 30, von den Lianen 3. Das heißt, alles mal 3. Ja. 30 Rosen, 3 Lianen, das brauchen wir pro Dingens, oder wie? Ja. Ich will auch. Also 90 in 9. Dani war slain. Das war aber Lavin, das war keine Monster, das war Blödheit. Okay, das finde ich schön. Wenn wir so schön nacheinander da eintrudeln, werden wir einen nach dem anderen auch sterben. Ja, warten wir am Anfang des Dschungels. Nur zusammen sind wir stark. So, so. Ich bin gerade dem Wurm entkommen durch meine unglaublich schnellen Stiefel. Und dein Mega-Skill.
Ja, der hat natürlich ganz viel mit Skill zu tun gehabt, dass ich damit kommen bin gerade. Er hat ein Anti-Hack geschrieben. könnt ihr mal damit aufhören? Was will man mehr? Der Witz wird alt. Nein, was ist daran immer besser? Wie lange ist der Tunnel denn? Lange. Da hast du allerdings recht. Wir sollen den eigentlich gerade, eigentlich nur gerade. Ach ja, hier in dieser Kiste habe ich ein Doppelsprung-Item gefunden. Nur okay, damit ihr das wisst und mich nicht wundert, wieso ich plötzlich Doppelsprünge machen kann. Jetzt kannst du wenigstens filmen, wie lange wir hier gegraben haben, ey. Das hat wirklich eine Ewigkeit gedauert. Oh ja. In die andere Richtung haben wir es auch ein Stückchen probiert. Aber dann haben wir, wir haben quasi aufgegeben, selbstständig zu suchen, sondern online mal geschaut hier, wo die angeblich sind. Und angeblich sind die in der Nähe von diesen, Corruption-Dingern auf der gegenüberliegenden Seite vom Dungeon. Also hier. Verbracht doch nicht alles. Ach. Okay, so ehrlich muss man an der Stelle wirklich sein. Also. Ich meine, wir wollten jetzt nicht die komplette Map durchgraben. Wir haben nur die Hälfte der Map durchgraben. War trotzdem ein ganz schön langer Weg. Lal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 a. Ihr seht, es dauert allein schon zu laufen sehr lange bis zu dieser Stelle. Komm schon. Vor allem, wenn man Dani heißt und keine Stiefel hat. Ja, das ist Pech. Ja, ich bin da. Ich sehe, ich auch. Ja, dann wartet am Eingang. Oh, ich bin gerade an der Kiste. Oh, fuck. Ich versuche die Biene umzuhauen. Nein, das versuchst du nicht. Wenn du gleich stirbst, gibt's Ärger. Ja, die Biene fliegt hier, aber will mich töten. Ja, dann, ja, dann die will dann nur spielen. Töten. Die hat mehr Angst vor dir als du will, vor ihr. Die will doch nur spielen. Ich hab mir nur gerade unser Gold geholt. Unser? Beziehungsweise unser eins. Okay, ich Gold dabei hier. Hatte. Ich muss jetzt nach oben irgendwie wieder. Ah, ich bin auch gleich da. Ach. Verdammter Mist. Was ist los, Tom? Alles wirkt gut. Ja, das sehe ich genauso. Wo seid ihr denn? Oh, hey, yo, Biene. Hier ist eine Kiste. Und was ist drin? Nix. Gold, Dynamit und ein Enchant Boomerang. Nur Müll. Ja, da ist unser verbesserter Feuerboomerang schon ein ganzes Stückchen. Hey! Gaylord, Lianen. Man-Eater. Droppen die Lianen? Jo. Dinger. Was ist das denn? Und den müssen wir dann 9 Stück killen. Oder mehr, weil nicht jeder droppt eins. Sehr dich. Hallo. Hi. So. Ich gehe nur dahin, wo der Man-Eater mich, wo ich das Loot vom Man-Eater direkt aufheben kann. Ah ja, der wird ja immer länger. Hast du einen? Ne, ich hab nur 2 Stinger. Warte, was ist dann, was sind das denn für Kugeln dann? Ist das das? Ich kann mal schauen, ob das diese Rose... Sauer, kaputt gemacht. Ne, das sind die Rosen, glaube ich. Lass mich mal probieren. Ich hab jetzt 2 Rosen. Ich auch. Und jetzt habe ich immer noch 2 Rosen. Ne, sind's nicht. Wir müssen ja wohl diese Man-Eater finden. Hier ist noch einer. Okay. Macht übelsten Schaden. Ja. 4 Rosen. Ich glaube, der droppt auch die Rosen. Von wo kriegen wir dann die Lianen? Wer kriegt ja nicht das erste Teil dann? Ich bin ja stark für mich. Ne? Nein, ich bekomme es. Du hast Double Jump. Das ist fies. Ich will aber alles perfekt haben und du nicht. Ja, ja. Du bist unwichtig. Die Dinger leuchten im Dunkeln. Gut. Hier ist ein Herzkristall übrigens. Hier unten ist noch ein Herzkristall übrigens. Das ist meine.
Hier unten ist einer. Ey, yo, ich hab ne Jungle Rose. Ich mampfe den Herzkristall, obwohl ich 400 HP hab. Mal sehen, was passiert. Es ist nichts passiert. Nee, es passiert einfach gar nichts, aber ich kann den auch so oft mampfen, wie ich will. Ich geb ihn dir mal, Clemmy. Da, Clemmy. Okay. Da ist du. Gern geschehen. Mach ich doch immer gerne. Du bist ja so sozial. Hust. Du bist übrigens gestorben, Dani. Liegt das vielleicht daran, dass du es nicht kannst? Ja. Das muss es sein. Double Kill! Hier wieder hoch, Dani. Clemmy. Ich guck nur, ob hier vielleicht irgendwas Wichtiges. Da ist wieder so ein Man-Eater. Ich töte ihn, irgendwann treffe ich ihn. Mein Gott, töte es. Ich glaube, ich bin der, der es eher getötet hat gerade. Oh, wir sollten mal den Spawnpunkt da hinten hinsetzen. Das ist so ätzend immer wieder. Ich kann lernen. Ja. Sollen wir mal den Spawnpunkt da im Jungle setzen? Ja, ich hab das. Hast du Holz? Ich? Nein. Ja. Können welches mitbringen? Ich bin noch am Anfang. Ja, bring mal die Sachen mit, die man für einen Spawnpunkt braucht. Und ein Bett dann auch. Ja, natürlich. Holz, Bett und so weiter. Und Spinnnetze. Ich habe aber kein Bett mehr. Dann klau dir irgendwo anders eins. Irgendwas brauchen wir nicht brauchen. Nee, ich hab genug Spinnnetz. Unsere Unterwasserbasis, Unterlandbasis brauchen wir eh nicht. Wir können ja vom Dschungel auch dann einen Weg runter zum Hellstone machen, theoretisch. Ja, jetzt muss ich nur noch Bäume finden. Abholzung der Regenwälder ist ein ernstes Problem. Ja, vor allem, wenn man sie schon alle abgeholzt hat. Na? Gaylord-Skelett brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Komm schon! Bin gerade am überlegen, ob ich in den einen in die Corruption rein soll und da ganz tief graben soll, aber alleine macht das keinen Sinn. Jo, lass das mal. Bringt, glaube ich, nicht so viel. Der Dschungel! Junge, was machst du? Herzcontainer. Geil, die nehme ich mir doch gleich. Boah, das sind mehr als genug, ey. Ich hab ihn. Gib her. Okay. Yeah. Brauche ich Gel und Müll. Nein. Shit. Halt, John. Kommst du mit Holz sammeln und so? Nö. Okay. Auf gar keinen Fall. So, ich warte so lange auf euch, bis ihr hierher kommt und mich rettet. Viel Spaß. Also bin ich da gerade gestorben? Ich hatte doch noch gerade relativ viel HP. Im YouTube-Video wird man wahrscheinlich sehen, was für einen dummen Mist ich gebaut habe. Ja, allerdings. Mein so Gott, Alter, ich bin hier. Tom, rette mich, ich bin umzingelt von 4 Scheißbienen und einem Man-Eater. Von 4 Scheißbienen, so. Ja. Oh, das ist ein verdammter Vorteil für mich. Man sieht nicht immer, wie dumm ich sterbe. Jetzt sind's 5. Mach was dagegen, Tom, rette mich. Okay, ich komme. In 10 Minuten bin ich da. Nee, jetzt sind's 6. Ich glaube, das dauert wirklich 10 Minuten, bis ich da bin. Ich spiele so lange mit meinem Frisbee, Boomerang. Frisbee. So Leute, ihr könnt euch doch mal unseren ewig langen Weg anschauen. Ich hab doch gar nichts Süßes. Übrigens, man kann einen super tollen Moonwalk hinlegen mit diesem Morgenstern. Seht ihr das? Ich bin Michael Jackson. Mit Feueranzug. Wieso musst du jetzt plötzlich so lachen? Alter, weißt du, wie das kommt? Ich kann halt...